Na, hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich bin Jason Revive und wir sind jetzt auf dem Weg nach Mega Fuchs Legendär City. Nur mit der Ruhe, da muss so geduldig sein. Warum gehst du mir dann überhaupt auf den Keks? Meine, ich könnte die Queen dir auf den Hals setzen. Die würde alles instant mit Donnerblitz one-shotten, was du besitzt. Inklusive das Gerät da. Das Ding kann Wickel. Das Ding kann Wickel und geht mir damit offiziell auf den Piss. Fuck you, though. Wir müssen Keso erstmal ein bisschen hochbringen. Erstmal ein bisschen aufs Level. Aber das kriegen wir hin. 28 und nur 3 Attacken. Das finde ich immer ein bisschen gut. Ich glaube, was lernt Apollo noch Schönes? Oder überhaupt? Was lernt Apollo noch Gutes? Mein Hypnose, glaube ich, und Traumfresser. Und Traumfresser muss ich ihm, glaube ich, selber beibringen. Kill dich selber. Oh, come on. Für Griffelwurf. I don't give a Griffel, fuck. Noch ein Goldini. Bim, bim. Ey, Goldini klingt immer wie so eine Türklingel irgendwie. Come on. Weißt du, ich wollte hier die ganze Zeit immer von Goldinis... Nee, nicht von Goldini, von Nachtnebel und all dem ganzen Jatz genervt die ganze Zeit. Geht doch. Das ist Social Justice. So gehört sich das. So finde ich das gut, so schmeckt das lecker. Yeah. Oh, Hypnose. Noch mehr, um Leuten auf den Keks zu gehen. Geil, einschläfern und verwirren. Leuten richtig auf den Piss gehen. Okay, ja, Pokémon-Kind? Was? Hast du mich gerade Pokémon-Kind genannt? Du Donald Duck-Cosplayer? Was ist dein fucking Problem? Hat keine Wert? Hypnose hat keine Wert? Das ist ein Fisch, das hat Augen. Come on jetzt, das ist lächerlich. Das ist lächerlich. And by the way, fuck you. Ist nicht mehr verwirrt, ja, leck mich doch. Wieso? Goldini ist ein... Hä? I don't get this. I don't understand. Und hör auf, dich nicht selber zu verletzen, du Vieh. Kill dich. Spieße. Hallo! Wie unfair! Was ist denn das für ein fucking RNG-Bullshit? Ist nicht mehr verwirrt, ja? Fick dich auch! Fuck you too, ich leck dich ab und ess dich, so. Arschloch. Blöde Arschgeige. Also, er hält sich aber besonders witzig mit seinem dummen Fisch. Ich hab einen Goldini, es könnte auch ein Goldking sein, aber dafür müsste ich tatsächlich, müsste ich arbeiten und ich will nur angeln. Mit 38 bekommt Apollo Traumfresser und das ist das Letzte, was es lernt. Oh shit, boy. Aber gut, dann haben wir schon mal fast ein komplettes Kit. Ich glaube auch das einzige Kit, was Apollo hier haben kann. Wir können ja gleich mal sonst die Dings durchgehen. Mal unsere... Das hat keine... Das ist jetzt Verarsche. Das ist Verarsche. Aber es ist authentisch. Kesu pennt immer genauso lange. Es ist absolut authentisch. Fuck you. Fuck you. Du kleine Quappkant. Alter, das ist jetzt echt Verarsche. Ich kann ihn nicht einschläfern, aber er mich? What?
Kann mir das mal jemand erklären? Oh mein Gott, Kesu, wach endlich auf! Fuck you! Alter! Du Quappkant! Oh, come on. Fuck it! Just fucking kill it! Kill that Quappkant! Nö, dein Team kommt auf den Grill. Dein Team wird geschockwaved. Kommt absolut auf die Röstung. Nö, elender Fischgrill. Alter. I'm not done yet. Weißt du, ich bin wie dieser eine Typ in der einen Pokémon-Liga, der einfach nur mit Legendären auftanzt, die eigentlich gebannt sind. Aber keiner sagt was, weil er Legendäre hat und alle... Oh, geil! Keiner weiß, wovon ich geredet habe. Probably. Oh, aber wirklich gar nicht überlegt. Fick dich! Schmeiß dich ins Wasser und drück dich unter Wasser! Arschgeige! Super, jetzt pennt sie die ganze Zeit in meinem Team. It's like real life. Das ist wie ein Realitätsschock. Ach, schau mal in der Kirk. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Well then. Rolaxo ist aufgewacht. Es ist brummig und greift das Schlafen an. Wäre ich auch, wenn mir irgend so ein Arschloch seine Flöte ins Ohr steckt, während ich penne. So, dann wollen wir doch mal... Ja, Kesu pennt, ich nutze das mal. Das ist fein. Kesu, wach bitte auf! Das Ding bufft sich ins Nirvana. So, ich helfe dir mal beim Schlafen. How about that? Ich helfe dir mal ein bisschen. Excellent. Ich glaube, das Ding wird eine Weile schlafen. Ja, doch, das Ding wird eine Weile schlafen. Das ist Relaxo. Natürlich wird es lange schlafen. Es ist aufgewacht, oh shit. Hä? Hey, warte mal, was? Wieso, hä? Hey? Kann mir das mal wer erklären? Warum hat jetzt... Hä? Es sind beides... Wieso hat Schlecker keine Wirkung, aber Nachtnebel schon? Sind beides Geistattacken. How does this work? In welchem Universum sind wir hier? Ja, da Kesu doch nicht so viel zu tun hier. Ja, da hat sie nichts mehr und Schlecker, ja, ist eine tote Marke immer noch. Na, immerhin etwas. Das muss irgendwer anders übernehmen jetzt. Komm, Gobble. Gobbelflor ist nicht mehr verwirrt, because fuck you. Und schon setzt das den Kopfnuss ein. Hahaha, jetzt bist du vergiftet. Jetzt kannst du Erholung nicht mehr einsetzen, weil du nicht mehr schlafen kannst, you fucking twat. Ist ausgewichen. Das hätte ich zu gern gesehen. Wie dieses Ding durch die Gegend kullert. Das hätte ich zu gern... It did nothing. Du kannst nicht... Du... Ey, das ist nicht erlaubt! Das ist illegal! What the fuck?
Was ein Bullshit ist das denn? Du bist vergiftet, du kannst doch nicht einfach deinen Status überschreiben, das ist illegal. Das Ding runterzukriegen, damit ich es eventuell fangen kann, wird echt ein Trouble. Nur wegen dem... Oh mein Gott! Und es killt, ne? Scheiße! Besiegt von der Schmarotzer-Attacke. Er will beruhigt das Gant und läuft in die Berge zu. Welche Berge? Das hier? Das sind Bäume. What the fuck? Was für eine fucked up world ist das? Ich gehe mal einmal kurz meine Leute wiederbeleben, ja? Jetzt würde ich pack auch mal mein Fahrrad nach oben. Warum ist das da unten? Oh, come on! So. So, wir können mal kurz gucken. Was haben wir noch? Wir haben Dönerwelle. Nein, 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 nein. Okay, gut. Nee, VM2. Das ist mega heap. Killer Queen und Sweet. Nö. Bodycheck, das kann Kizuna bestimmt nicht. Sternschauer. Warum will ich, dass sie Sternschauer kann? Das ist noch bescheuerter. Oh Gott. Einmal ins Pokémon Center und zurück. Und Relaxo kann mich mal am Arsch. Aber ja, das ist natürlich doof gelaufen. Ausgerechnet dann crittet das Ding. Echte Erholung kann das, das ist erlaubt. Das scheint mir irgendwo ziemlich illegal. Ich glaube, wir sollten dieses Relaxo finden und vor ein Gericht stellen. Ganz ehrlich, das scheint mir nicht nett. Das scheint mir nicht legal. Das scheint mir zu höchst illegal. Und das sollte echt rechtlich bestraft werden. Es ist, ja. Ich meine, unsere Regierung haut schon sowieso Gesetze raus, die irgendwo meistens kerndämlich sind. Von daher, warum nicht ein Relaxo vor Gericht... Der eine Dot! Das möchte ich kurz mal betonen. Der eine Punkt, wo ein Dings ist. Wo Gras ist. Das ist ein fucking Pokémon. Das ist ein Pokémon. Das ist ein Pokémon. Das macht was ein Pokécan. So, ist hier oben irgendwas Nützliches? Schloss durchs Fernrohr, der einzige Weg nach Azur Lavandia führt durch den Felstunnel. Das ist cool. Ich suche nach Nidorino. Tauschst du gegen Nidorina? Why would someone? Ah ja, hier. Ich bin mit Bumweig Hilfe. Nur mit 3 in der Pokémon gefangen. Was kann ich geschenkt für dich? Detektor. Ah, hast du 30 unterschiedliche Pokémon? Na ja, und du hast jetzt 25. Fuck off. Das ist ja verpiss dich, Mann. Ich wollte den Detektor eh nicht haben, ja. Ich wollte ihn sowieso nicht. Hättest du jetzt einen EP-Teiler gehabt, da hätte ich gesagt, so, okay, wo kriege ich 5 Pokémon her? Aber so? Elektrische Idee ist meine Stärke. Ja, aber offenbar Strategie nicht. Sonst hättest du mir nicht gesagt, dass du Elektro-Pokémon und einen Dolch dabei hast. Ich meine, warum? Warum? Why would you even? Lichtschild, red mit der Hand. Tja, du wärst vielleicht dein Lichtschild hoch, aber... Du hast vielleicht noch einen zweiten Lichtschild, aber was hört der nicht gegen Fixen Damage? Ist nicht mehr verwirrt. Fuck you. In particular. Echt, in der nächsten Stadt kriegen wir endlich den EP-Teiler? Oh, nice. Bleh. Banana. Oh shit, ein Lektoball? Hey, Mann! Was geht? Hier, ich habe auch ein Lichtschild. Ja. Yeah. So stell ich mir vor, dass ein Lektoball reden würde, wenn es ein Mensch wäre. So ein Typ mit weißem Shirt und roter Hose. Der die ganze Zeit irgendwelche Barrieren vor sich casten will. Bartolomeo in Pokémon-Form. Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist langsam, fühle ich mich echt verarscht vom Spiel. Hey, Mann! Kannst du nicht machen?
Was ist das? Aua! Yeah! Und schon kann sie mithalten. Perfekt. Mein Kronkel unterbrochen. So, ich weiß, du hast eine Angel für mich. Mein Bruder ist ein Angelprofi, ein lieber Angelsport. Möchtest du auch angeln? Cool, bist mir sympathisch. Hier, hab eine Angel, die höchstwahrscheinlich ein Lebens gekostet hat. Aber nicht nur ein Sport, auch eine Kunst. Nun zieh los, einen großen Fang zu leiten. Ach, du armer Irrer. Nein, wir können es ja mal austesten. Wir können ja mal gucken, was wir mit der Superangel kriegen. Boah! Aber angebissen! Goldini. Smorf, Kicks zurück ins Meer, sowas wollen wir hier nicht. Okay, vielleicht war das auch einfach nur ein schlechter Lauf, komm. Vielleicht, wenn wir das nochmal versuchen. Vielleicht war der Ort scheiße. Der Ort war offenbar auch scheiße. Vielleicht ist dieser kleine Tümpel hier gut. Oh ja, oh, da vibriert was. Oh, gebissen. Mein Gold King ist an sich nicht. What the fuck? Piss off. Von dir habe ich nachher noch mehr als. Level 5! Level 5, was willst du denn von mir? Geh weg. Hau ab. Judgment Cut. Okay. Aber nee, wir hätten fangen sein. Du warst hier eingesperrt. Wie lange warst du in diesem Käfig? Mein Anglerfreund. Offenbar zu lange, wenn du ein fucking Level 24 Carpador hast. Level 24 Carpador! Das stirbt was in mir, wenn ich das höre. Wenn ich das aussprechen muss. Oh, Slimer ist an sich cool, aber wir bräuchten es an sich nicht. Bäh. Ich meine, wir haben mit Kizuna tatsächlich einen echt super Fang gelandet, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das erspart uns einiges an Leveln und hast du nicht gesehen. Oh shit, das mochte der Fisch nicht. Keine Wirkung, does not work. Hey Angel, was geht? Ich kann endlich raus, ich bin frei. Es ist sogar wieder hinter ihm zugewachsen. So, warte mal. Was ist das hier nochmal? Das ist Donnerwelle. Okay, Donnerwelle könnte noch ganz praktisch werden irgendwann. Das Silskow hätte ich ablegen können. Mega hier. Warte, das war Bodycheck. Das war... Fuck, Sternschauer. Schmeiß mal weg. Eisen! Hierbei könnte es sich um Eisen... Okay, gut. Wir wollen ja nicht den Rüdiger triggern hier, ne? Aber die Queen... Die Queen lässt sich das nicht gefallen, dass hier so ein... Judgment Cut! Dass so ein fucking... anderer Kaiju auf einmal in meinem Team ist. Nein, wir haben an sich zwei Kaijus. Wir haben... Gobblefloor... Und wir haben, oh wow, 29 Nidoran. Mein Freund, zurück zur Pokeschule mit dir. Ne? Außerdem, sei froh, dass ich die Queen dir nicht auf den Hals setze. Die tritt solche Peasants wie dich einfach nur weg. Süß. Nachtiger Nebel. Es ist so nachtig und neblig. Nidorino. Wow. Wir haben definitiv uns... Auch wenn Nidorino in dem Sprite echt merkwürdig aussieht. What? Sehr schön. Danke. Ba-na-na-na-na. Go suck your dick, bro. Und leck es ab. Das hat überhaupt nichts gebracht, außer dass es paralysiert wurde.
This does not work. Kapum. Aua! Okay, nochmal ein Versuch. Ein Versuch haben wir noch. Ein Versuch noch, komm. Be a good one. Oh, oh, oh! Einmal angebissen! Ein großer Fisch! Aber was gut! Fucking Carpa, du. Zieh ab. Geh mir aus dem Weg. Na komm, Porenta, Pate, mach mal. Judgment Cut! Sehr schön. Ist hier wenigstens irgendwas, was ich, ein Pokémon, für den ein Kampf sich lohnt? Und damit mache ich nicht ein Level 25 Taubsi. Was soll mit einem Level 25 Taubsi? Mirapla. Wie wär's? Das sieht ja nämlich nach einem Spielplatz für Zonda aus. Ich glaube, das ist eine Hundewiese. Wenn mich nicht täuscht, ist das ja definitiv eine Hundewiese. Es sieht nämlich stark danach aus. Hier gibt's doch bestimmt irgendwas, was tatsächlich sinnvoll ist. Außer Chick McNuggets. Und Unkraut. Vor allem, wieso stell ich mir mal vor, dass du einfach nur über so ein Mirapla drüber trittst, weil es einfach im Boden steckt und aussieht wie Gras. Taubsi. Burn. Oh nein, ich wurde weggewirbelt. Oh, come on. Tu mir das nicht an, Taubsi, ja? Tu mir das nicht an. Mirapla! Okay, ich glaube, hier sind echt nur Taubsi so Mirapla. Ergo, nichts, was sich irgendwo zu fangen lohnt. You fucking... Zeitraum, Kontinuum. Arbeite mit mir. Danke. Für sowas habe ich gerade echt keine Zeit. Ja gut, das belassen wir es dabei. Hier ist like nothing. Hier ist echt nix. Ist eine nette Hundewiese, aber da hört es auch schon wieder auf. Hier sind nur Taubsis und Unkraut. Taubsis und nerviges Unkraut. Und das Unkraut ist noch das Schlimmere von beiden. Oh, burf! Oh, come on, wirklich? Oh, come on! Musst du dich echt jetzt wie so ein Riesenarsch verhalten? Das kostet alles Geld, solche Heilung. Ihr gebt nicht mal Erfahrung. Warum gebe ich mich mit euch ab? Komm, Judgment Cut. Judgment Cut! Cuttet uns einfach raus. Einfach rausschneiden. Du sollst auch auf ihn da. So. Mann. So, warte mal. Jetzt... Wie sieht's euch jetzt mal aus? Sui ist 30. Den können wir ja auch mal nach vorne packen, komm. Wobei, hier ist wahrscheinlich noch ein Angler. Oder so eine Nuss. Was auch immer du hast. Ja, aber Carbon gefunden. Schön für dich. Solltest du essen. Goldini. Das war so klar. Das war so klar. Killer Queen. Ich wollte gerade sagen, schieb's dir sonst wohin. Technisch gesehen könnte ich es auch einfach mit der Queen an sich solo rocken. Unsere Queen ist... Ich habe mehr als genug... Okay, Nick, Quapsel. Auf den Grill. Am liebsten würde ich sagen, benutze Hornbohrer. Einfach um das Ding aufzuspießen. Okay, Sepa, das kann wieder wer anders übernehmen. Das, okay, ich gehe so hin. I believe in this. I believe in you. Erstmal Konfusstrahl, was irgendwie immer funktioniert, komischerweise. Mäh. Außer so, da funktioniert es gar nicht. Aber das ist natürlich wieder, ne,
RNGesus lächelt auf mich runter und zeigt mir einen scheiß Mittelfinger. Und er macht's wieder. RNGesus hasst mich. Er hasst mich und hasst mich und hasst mich. Sehr schön. Hug me! Nächster bitte. Meine Vogel-Pokémon wollen kämpfen. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal, was deine Vogel-Pokémon wollen. Alter, geh mal zum Friseur, das sieht ja schrecklich aus. Eieiei. Das ist nicht cool. Ja, das ist überhaupt nicht cool. Alter. Ich wollte gerade sagen, schieb's dir sonst wohin. Hier, hab einen Stein. Sie ist Level 29, Jesus. Tauburger. Eieiei. Noch ein Vogel. Noch ein dicker Vogel. Ich bin ein großer Stein. Was erwartest du von mir? Du kannst keinen Stein wegwuschen. Wow. Ich muss mir mal von Keso echt zeigen lassen, wie sie Pokémon per Tausch entwickelte. Und meine Güte, geh zum Friseur. Du siehst aus wie ein Skinhead von den hier, von den Peanuts. Ja, gut, Kev. Nee. Kann nicht wahr sein hier. Nur merkwürdig, schon wieder so eine umarmungsfreundliche. Mit noch mehr Taubsies. Even more birds. Cool, mehr Vögel, die ich unter meinen Stein begraben kann. Komm, hab wenigstens was Vernünftiges. Mein Mautz ist jetzt nicht vernünftig, also. Du schmeißt eher mein Geld durch die Gegend und ich weiß nicht, ob ich das witzig finden soll. Ich komm so ja nicht mal über die Runden und du schmeißt einfach mein Geld auf den Boden. Hast du ja wohl nicht mehr alle. Ein Radfuck. Wunderbar. Noch so ein Fuckvieh. Auch dich, du wirst auch überrotten. Hyperzahn. Oh, super effective, ja. Boah, wow, überroll. Roll das Ding platt. Na klar tut's weh, wenn du dich über so ein Vieh drüber schmeißt, aber... Katschuppi. Katschuppi! Ich sah mal schöner aus. Das erste Pokémon-Kartendesign von mir war schrecklich. Meine Attacke war nicht mal donnerbesiegend, die war einfach nur Nagen. Noch so eine Kerze. Netter Versuch. Zoe, komm schon. Ich sollte dir echt mal Dinge beibringen, die tatsächlich treffen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so doof. Zoe ist aber in einigen Punkten hier als Stein echt selbst sehr selbstzerstörerisch. Das muss man ja mal so zu Protokoll führen. Ah, geil. Psychoschwestern. Das ist genau, was ich brauche in meinem Leben gerade. Erstmal hochpushen den Stein. Na, ihr beiden. Deine Pokémon gegen meine antreten, ja? Ja! Okay, gut. Das Schlimme ist... Die Fahrradroute hätte wahrscheinlich fast genauso lang gedauert, wenn nicht sogar länger. Weil ich kenne die Fahrradroute, die dauert auch ewig. Es sind auch überall Leute, die haben Smogons und sagen Sachen wie, ey, Alter, und komm mal her. Und dann denkst du dir auch, boah, Alter, ich gehe dann doch lieber den langen Weg. Den langen Weg des Gesetzes. Vor allem so überrollt gerade hier alles, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch noch ziemlich effektiv. 92 Verteidigung. Alter. Das erwarte ich von meinem Rocky. Natürlich. Ja, gut, okay. Meinen, wir haben noch einiges an Weg vor uns. Na, 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 na. Noch ein Ratte. So, okay. Wie wäre es, wenn wir mal nicht weiter Leute überrollen?
Ich meine, solange ich ihn nicht gegen irgendwie Wasser- oder Pflanzen-Pokémon antreten lasse, ist er voll down. Macht er platt. Katschupi! Katschup! Das klingt so bescheuert. Ach ja, Sternschauer trifft auch unter der Erde. Oh mein Gott, ja, diese 2 AP. Oh, jetzt hast du es mir aber gezeigt. Das überlege ich mir jetzt zweimal. Zusammen mit deinem Ratzfratz. Hyperzahn ist doch so, ne? Das meiste, was irgendwo an Schaden reingeht. Energiefokus? Das ist aber eine aggressive Ratte. Alter, die Ratte will's wissen. So, hier sind aber auch so viele Trainer einfach. Oh, super cool. So viele Leute hier. So viele aggressive Pfadfinderinnen, die unbedingt umarmt werden. Okay, gut. Okay, ich hab's begriffen. Ich gehe ja schon. Ist ja gut. Schimmer deine Zone. Komm, ich glaube an Kesu. Ja, Blubber macht nichts. Solange das Nervding nicht wieder mit Hypnose anfängt. Komm, wir versuchen es mal mit Konfusstrahl. Auch wenn ich mich immer davon verarscht fühle an sich. Okay, danke. Ich wollte gerade sagen, das machst du jetzt auch nur, um es mir zu beweisen. 30 Damage. Gut, lange kann ich mit ihr aber auch nicht mehr unterwegs. Oh, fuck you! Kill dich. Kill dich selber. Und sie ist wieder wach. War wohl nur ein Nickerchen. Okay, 31. Das ist schon mal gut. Weil länger kann ich sie jetzt auch nicht drin lassen, ist das Problem. Das Problem ist einfach, Nachtnebel hat nicht so viel AP und es ist das Einzige, womit ich richtig gut Schaden machen kann bei ihr. Der Rest ist Münzwurf. Aber wir haben die Queen. Und die Queen regelt. Hätte mich auch gewundert, wenn die Queen mal nicht regelt. Das sieht doch aus, als wäre da was. Oder auch nicht, okay. Ist schon okay, ich hab begriffen. Ist noch so viel. Meine Niedling-Pokémon möchte ich ja kennenlernen. Okay. Deine niedlichen Pokémon. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Deine niedlichen Taubsies. What? Taubsi ist also bei dir der Begriff von niedlich. Ich nenne es mal eher super nervig. Ich nenne es einfach nur eine übergroße Kant. Hier, hab einen Stein. Schlag die Taube ein. So. Was noch? Mauzi. Mautz! Miauz, genau! Buddel. Und dann Bash. Oder gar nicht. Okay, mach's halt nochmal. Zoe, du brauchst echt eine Brille. Du brauchst wirklich eine Brille. Ist nur ein bisschen Sand. Get over it. Without Bennett 40. Oh mein Gott, leck mich doch am Arsch, ey. Das kann nicht wahr sein mit euch. Weißt du, pack das Ding auf den Spieß. Ach, Mann. Okay, jetzt kommt es erst recht auf den Spieß. Auf den Spieß! K.O.-Treffer! Dein süßes Pokémon ist jetzt nichts weiter als eine Blutpfütze. Meine Güte. Ihr mit euren Nervviechern. Tauburger, ja, das Ding wird auch nicht lange erleben. Ich meine, wenn ich richtig wollen würde, ne, dann würde ich einfach unsere Queen nur noch draußen haben und alles, fast alles one-shotten, was mir in die Quere kommt. So viel Vertrauen habe ich in unsere Queen. Mein, check this shit out. Check this shit out. Das ist so ein Wert einfach.
Leier gefunden. Ich würde mal dein Pika, dein Mauzi, ne? Liegen überall in Stücken, überall. Ich glaube, da musst du mal aufheben. Ich glaube, du brauchst einen Staubsauger dafür. So, mal gucken. Ist hier irgendwas Cooles? Ist hier irgendwas Nices? Ist hier irgendwas, wofür ein Kampf sich lohnt? Höchstwahrscheinlich nee. Ich nehme alles zurück. Blutzug! Oh, Blutzug ist toll. Erstmal mit Stein beschmeißen. Das war nicht meine beste Idee. Oh, Blutzug ist super. I want it. I want. Omod ist so toll. Omod wäre so gut für unser Team. Da müssen wir zwar Kesu leider wieder rausnehmen, aber... Oh. Aber Omod ist so toll. Omod ist so Owaiwamu. Shindiru. Und bring dich dann um. Deswegen, Omod wäre so cool. It would be perfect. Es wäre ein Psychotyp. Oh, und ein Käfer. Ach nee, es wäre... Nee, es kann nur Psychoattacken, da war ja was. Auch okay, Psychoattacken sind broken in dieser Gen. Blutzug, come on. I need you. I need you in my life. Säure. Alter. Ey, ich ruf die Cops. Das Vieh ist, ne, das Ding dreht durch. Komm, Blutzug, Blutzug, komm. Ich brauche noch einen Namen für einen Blutzug oder einen beziehungsweise einen Omod. Blutzug! 24? Na, come on. Get this weak shit. Das ist... Wir hatten eben einen 28er. Ich meine wirklich, wir hatten 28er gerade. Das werden wir ja wohl nochmal finden. Und da müssen wir das erstmal trainieren. Das wird dann witzig. Das erstmal dann auf Paar bringen. Mit dem Rest der Truppe. In der Zwischenzeit kriegt Zunder hier ein bisschen zwischen den Erfahrungen dazu. Ich habe aber kein Gegengift mehr, ne? Ich glaube nicht. Scheiße. Fukado muss schon wieder sterben, um zu leben. Ja, Blutzug ist toll. Deswegen, ich will unbedingt jetzt einen Blutzug. Einen Zugblug. Beziehungsweise, wisst ihr was, Leute? Wir machen das so. Ich beende hier die Folge und wir sehen uns wieder, wenn wir einen Zugblug haben, ne? Beziehungsweise, wenn wir das haben, was wir wollen. Bis dahin.